Warum du Frauen aktiv ansprechen musst, wenn du ein erfülltes Datingleben haben möchtest. Es ist extrem wichtig, diese 7 Punkte, die ich dir jetzt nenne, zu verstehen und vor allem auch diese kleinen Tipps, die ich dir hier am Rande mitgeben werde, umzusetzen, damit du dein Datingleben auf ein neues Level bringst, weil die Realität von 95% aller Männern da draußen ist, dass sie gerade mal 5 bis 10 Dates pro Jahr haben oder sogar weniger, weil sie Frauen zufällig irgendwo kennenlernen. Bedeutet, wenn du anfängst, aktiv Frauen anzusprechen, hast du einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen Single-Männern. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Gerade der letzte Punkt ist extrem wichtig, deswegen schreib dir auch ein bisschen was mit und du wirst, wenn du das hier umsetzt, dein Datingleben auf ein ganz neues Level bringen. Das verspreche ich dir. Und der erste Punkt ist, wie eben schon angesprochen, dein Unterscheidungsmerkmal. Bedeutet, du bist eben nicht einer dieser Single-Männer, die darauf warten, dass zufällig im Freundeskreis mal irgendwo eine Frau auftaucht, die Interessenssignale zeigt und die dann vielleicht sogar noch dominant die Schritte nach vorne geht, um dich auf ein Date zu bewegen. Und du bist auch nicht einer dieser Männer, die zahllose Stunden und auch extrem viel Geld ins Online-Dating investieren, um hier und da mal ein Match mit einer mittelmäßigen oder unterdurchschnittlichen Frau zu bekommen, wo man dann vielleicht zufällig mal zum Schuss kommt. Nein, du bist in Zukunft der Mann, der aktiv Frauen anspricht, die richtigen Dinge macht und dementsprechend selber entscheiden kann, wie viele Dates er pro Woche haben möchte, wie die Qualität der Frauen ist, die er daten möchte und vor allem auch, welche Frauen er langfristig in seinem Leben behalten möchte. Weil du brauchst nun mal eine gewisse Auswahl, ja, um überhaupt zu entscheiden, welche Frau willst du denn auf lange Sicht in deinem Leben behalten. Wenn du keine Auswahl hast, natürlich, dann bleibt auch nichts übrig, wo du dich überhaupt entscheiden kannst. Deswegen ist es extrem wichtig zu verstehen, du hast hier einen klaren Wettbewerbsvorteil, wenn du aktiv Frauen ansprichst. Punkt Nummer 2. Du bist zeitlich flexibel, wenn du auch Frauen im echten Leben bzw. im Alltag ansprichst. Bedeutet, du musst nicht jedes Mal auf das Wochenende warten, um endlich wieder in den Club gehen zu können, wo du dann zufällig vielleicht eine Frau kennenlernst, weil die Situation gerade passt. Nein, wenn du am Montag Zeit hast nach der Arbeit, kannst du rausgehen, einen Spaziergang durch die Innenstadt machen. Dort wirst du Frauen treffen, die du ansprechen kannst, die du auf ein Date bewegen kannst. Bedeutet, du brauchst dir nicht mehr die Wochenenden um die Ohren schlagen. Du musst nicht mehr bis 4 Uhr nachts wach bleiben, um irgendwie mal die Chance auf ein Date zu bekommen. Nein, du kannst das Ganze wunderbar sogar in deinen Alltag integrieren. Wenn du das mal gelernt hast, wie das funktioniert, dann brauchst du nicht mal aktiv rausgehen und dir vornehmen, Frauen anzusprechen, sondern du kannst diese Gelegenheit nutzen, die sich dir alltäglich natürlich auch offenbaren werden. Beispielsweise beim Einkaufen oder wenn du gerade an der Bushaltestelle auf den Bus wartest oder wo auch immer. Heißt, du hast hier durch diese zeitliche Flexibilität auch wiederum einen extremen Vorteil, wenn du weißt, wie du Frauen aktiv ansprechen kannst. Punkt Nummer 3. Du kannst mit deinem Verhalten, mit deinem Charakter, mit deiner Kommunikation, mit deiner Subkommunikation und auch ganz vielen anderen Punkten bei der Frau landen, weil du beispielsweise beim Online-Dating hier mit gar nicht ankommen kannst. Du wirst immer nur aufgrund deines äußeren Erscheinungsbildes ausselektiert oder eben selektiert. Bedeutet, du hast jetzt hier die Möglichkeit, eine Frau zu überzeugen, auch wenn du vielleicht von Gott nicht gesegnet wurdest. Bedeutet, du bist vielleicht nicht dieser 1,95-Typ, der volles Haar hat und super durchtrainiert ist. Vielleicht bist du ein bisschen kleiner, aber dafür hast du einfach einen geilen Charakter. Du weißt, dich zu kommunizieren. Du weißt, dich zu vermarkten. Du hast Humor. Du hast eine männliche Verhaltensweise. Und dementsprechend wird eine Frau natürlich eher Ja zu dir sagen, weil sie ja das Komplettpaket sieht und du kannst dementsprechend auch viel besser überzeugen. Punkt Nummer 4. Gerade wenn du ein introvertierter Mann bist, bietet es sich für dich an, Frauen im Alltag anzusprechen, weil du hast eben nicht diese überladene, laute Atmosphäre wie am Wochenende in einem Club oder in einer Bar. Wenn du einfach nur entspannt ab und zu mal einen Spaziergang durch den Stadtpark machst oder auch durch die Innenstadt, wo vielleicht mal ein bisschen weniger los ist am Abend, dann werden sich Frauen finden, die auch gerade entspannt da lang spazieren. Und du brauchst jetzt nicht einen extremen Hampelmann machen, du brauchst nicht extrem laut reden, du brauchst nicht irgendwelche krassen Moves bringen. Nein, du kannst einfach ganz entspannt und charmant ein Gespräch eröffnen auf eine ruhige Art und Weise und die Frau dementsprechend von dir überzeugen bzw. einen guten Flirt aufbauen und dann ein Date ausmachen. Das Ansprechen im Alltag ist für introvertierte Männer der beste Weg, um Frauen kennenzulernen.
Punkt Nummer 5. Natürlich hast du einen Überraschungseffekt, wenn du eine Frau im Alltag ansprichst. Bedeutet, sie rechnet nicht damit. Dementsprechend hat sie keine Barriere aufgebaut, wie es häufig in Clubs und Bars der Fall ist. Bedeutet, wenn du jetzt hier ganz charmant ein Gespräch eröffnest, du machst ihr beispielsweise ein Kompliment und sagst sowas wie, hey, ganz kurz, ich wollte dir einfach mal ein Kompliment erlassen, mir gefällt dein Style. Du bist nicht von hier oder woher kommst du denn ursprünglich? Und du nimmst die Informationen, die du bekommst und baust darüber ein Gespräch auf. Ist das natürlich etwas, was Frauen nicht so häufig passiert? Sie werden sich über ein Kompliment, was sie im Alltag bekommen, extrem freuen. In der Regel, nicht alle, aber die meisten. Und dementsprechend kannst du hier sehr, sehr gute Ergebnisse einfahren. Der große Unterschied zum Club ist nämlich, dass Frauen im Club schon wissen, dass sie häufiger angesprochen werden, haben dementsprechend eine Barriere aufgebaut, beziehungsweise das sogenannte Bitch Shield, so nennt man das ja, was es dir viel, viel schwerer macht, überhaupt in Kontakt mit Frauen zu kommen, gerade dann, wenn sie an demselben Abend schon häufiger angesprochen wurden. Im Alltag, wie gesagt, hast du diesen Effekt auf deiner Seite und es wird viel häufiger funktionieren. Der Punkt Nummer 6, den habe ich jetzt mal unvergessliche Momente genannt. Warum? Wenn du aktiv Frauen ansprichst, vor allem wenn du das auch im Alltag auf der Straße machst, dann werden dir Dinge passieren, von denen du jetzt noch gar nicht denkst, dass das möglich ist. Du wirst eine Frau ansprechen, die super positiv reagiert, mit der du gleich auf ein spontanes Date gehen kannst, die du vielleicht sogar am selben Abend verführst oder mit der du dann im Sommer zusammen einen Ausflug machst oder mehrere Ausflüge machst und schlussendlich da eine richtig geile Beziehung daraus entsteht. Alles das, weil du dich einfach überwunden hast, eine Frau einfach mal anzusprechen, weil sie dir gefallen hat. Diese Momente werden sehr, sehr häufig passieren, wenn du das Ganze regelmäßig machst und vor allem auch weißt, was du da tust. Das Ganze ist wirklich was, was du dein Leben lang nie vergessen wirst, weil du so viel Adrenalin ausschüttest, gerade dann, wenn du dich überwinden musst am Anfang, wenn noch die Ansprechangst da ist, sodass das ein extrem gutes Gefühl ist, wenn es dann funktioniert. Dementsprechend ist es so extrem mächtig, das Ganze einfach mal zu machen und zu durchleben, sodass du hier auch für die Zukunft unvergessliche Momente für dich erschaffst. Und der Punkt Nummer 7 ist in meinen Augen der wichtigste Punkt. Gerade dann, wenn du dich ständig überwindest, Frauen anzusprechen, obwohl du Angst hast, obwohl das vielleicht auch was Ungewöhnliches ist, wirst du dich natürlich nicht nur im Bereich Dating weiterentwickeln. Nein, deine kommunikativen Fähigkeiten werden auf ein ganz neues Level angehoben. Dein Selbstbewusstsein wird auf ein ganz neues Level angehoben. Du wirst viel mehr Charisma ausstrahlen, viel mehr Lebensenergie und vor allem auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise in deinem Beruf, vorankommen. Bedeutet, du wirst dadurch natürlich auch in Zukunft die Möglichkeit haben, mehr Geld zu verdienen, weil du dich beruflich schneller weiterentwickeln wirst. Du wirst vielleicht auch mehr Geld verdienen, weil du beispielsweise Leute in dein Leben ziehst, ja, weil man kann ja hier dadurch sich die Skills aneignen, auch andere Menschen, also andere Männer in sein Leben zu ziehen, wo man dann schlussendlich Geschäftspartner für sich findet oder andere gute Kontakte findet, mit denen man zusammen Geld verdienen kann oder beispielsweise Geld spart. Ich selbst habe schon so viele Leute kennengelernt, weil ich sie aktiv angesprochen habe, die mein Leben in irgendeiner Weise bereichert haben. Ob sie mir beispielsweise mal meinen Rücken komplett entblockiert haben, ja, das ist eine Story von einem Osteopathen, den ich zufällig in der U-Bahn kennengelernt habe, der mir da meine Luftnot mal genommen hat, als ich da Probleme hatte. Dementsprechend ein sehr, sehr wertvoller Kontakt für mich gewesen. Oder ein anderer Kontakt, den ich kennengelernt habe, weil ich ihn angesprochen habe und der mir dann dabei geholfen hat, eine komplette Firma aufzubauen, wo ich dementsprechend auch finanzielle große Vorteile daraus ziehen konnte in der Vergangenheit und auch weiter kann. Oder ob es andere sehr, sehr wichtige Kontakte waren in der Vergangenheit, die ich kennenlernen durfte, weil ich sie aktiv angesprochen habe und weil ich auch wusste, wie ich ein Gespräch aufbaue, wie ich eine Connection aufbaue und schlussendlich dann dementsprechend auch davon profitiere bzw. meinem Gegenüber einen Mehrwert geben kann. Bedeutet, du profitierst hier von diesem ganzen Prozess in allen anderen Lebensbereichen und deswegen musst du anfangen, aktiv Frauen im Alltag oder auch in Clubs und Bars anzusprechen. Bitte komm raus aus deiner Hülle, versteck dich nicht in deinem Schneckenhaus, mach nicht den Fehler wie 95% aller Männer da draußen, die sich auf ihr Glück verlassen, die sagen, ja, es wird schon irgendwann passieren. Nein, ich kann dir an der Stelle sagen, es wird nicht passieren. Dein Datingleben wird sich nicht verändern, wenn du es nicht aktiv angehst. Deswegen, bitte setz das Ganze um. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Hier unter diesem Video ist ein Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich biete dir gerne eine komplette, fundierte und ganzheitliche Ausbildung an, wo es um das Thema Frauen ansprechen geht, wo es um das Thema persönliche Weiterentwicklung geht, in allen Bereichen, die notwendig sind. Du kannst das gerne hier mal nutzen, indem du dich da einfach einträgst. Wir machen da mal ein kurzes Beratungsgespräch zusammen. Ich schaue mir mal deine
aktuelle Situation an und werde dir auch schon ein paar Ratschläge mit an die Hand geben. Und dann erkläre ich dir natürlich auch gerne, wie so eine Ausbildung mit mir aussehen kann. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Ganze hier Motivation gegeben, rauszugehen und das Thema endlich in den Griff zu bekommen. Wenn es dir Motivation gegeben hat, lass gerne noch ein Gefällt mir da. Kommentier mir mal, welcher Punkt für dich vielleicht am wichtigsten ist oder welchen Punkt ich hier vergessen habe. Und teile das Video auf jeden Fall mit jemandem, der hier auch endlich mal in die Potten kommen muss. Ich freue mich auf dich am Telefon oder auch im nächsten Video. Bis dahin, ciao.